Und hier sind die Jonas Brothers. Mitglied der Jonas Brothers zu sein ist super. Wir sind nicht nur Brüder, sondern beste Freunde. Was aber nicht jeder weiß, wir sind auch Geschäftspartner. Wir wollten eben nicht nur auf der Bühne abrocken, sondern unser Traum war es auch, die Dinge zu entscheiden. Und der ist nun wahr geworden. Es ist schon seltsam, dass wir mit 20, 18 und 15 ein Unternehmen unter uns haben. Genau. Wir sind die Chefs. Das ist genial. Toll. Hallo, ich bin Kevin. Ich bin Joe. Ich bin Nick. Wir bringen euch die Look Me in the Ice Tour. Ich kenne die Sachen gar nicht. Sie sind cool. Hat uns gut gefallen, aber setzt bitte noch das Poor Unfortunate Souls Video. Man soll sehen, dass wir ein bisschen älter werden. Platten produzieren, Songs schreiben, Bühnendesign. Wir wollen in jedes Detail mit einbezogen werden. So eine Tour ist eine Riesenverantwortung. Über 70 Personen verlassen vorübergehend ihr Zuhause, um mit uns durchs Land zu fahren. Und wenn wir den Laden nicht ordentlich führen, müssen viele darunter leiden. Ich kenne noch nicht mal alle Leute, die mitfahren. Gestern habe ich zu einem gesagt, schön, dich kennenzulernen. Ja, dann, ich bin auf eurer Tour dabei. Und ich, oh, cool. Es ist nicht immer einfach, sich die Namen der ganzen Crew zu merken. Und manchmal ist es uns unangenehm, Erwachsenen Anweisungen zu geben. Mein Mikro muss hier hin. Hatte ich recht, dass Burning Up ein Riesenhit wird? Mr. Brenner, könnten Sie die Matte unter der Falltür herbringen lassen? Dass wir als Manager überzeugen, baut uns so auf, dass wir gleich die nächste Herausforderung in Angriff nehmen. Unsere Mission? Eine noch größere und bessere Bühne für die nächste Tour. Genial, was? Genial. Das Dumme ist nur, wir sind zwar gleichberechtigte Geschäftspartner, aber nicht immer gleicher Meinung. Zeig nochmal eine Treppe und keine Jalousie. Moment, ja? Über den Plänen für unsere neue Bühne reden wir uns jedes Mal die Köpfe heiß. Wie viele Ebenen soll sie haben? Mit wie vielen Rampen? Und in welchem Abstand? Unsere Vorstellungen gehen weit auseinander. Überleg doch mal, 14. Warum nicht 20? Weißt du eigentlich, wie riesig das wäre? Ja, Wahnsinn. Das ist ein Meisterwerk. Wie man sieht, ist Nick der Träumer in unserer Firma. Ich bin der Planer. Und Joe? Tja, Joe ist der Mann mit den Ideen. Hallo? Wie geht's? Nein, das ist lächerlich. Nein, kaufen. 40 Stück und herschicken. Mir doch egal, ob Elefanten 20.000 Kilo wiegen. Ich brauche heute noch 40 Stück. Nick will 3 Tiger. Nein, wir sind nicht versichert. Ja, alle zusammen. Ich sag's Ihnen. Wir machen ein Zoo auf. Keine schlechte Idee, Joe. Das haben wir nämlich als Firmenchefs gelernt. Wenn man hart arbeitet und an seine Träume glaubt, ist alles möglich.